Invasion. Na gut. Zwei Abschüsse mit geringer Gesundheit, drei Kopfschüsse mit LMGs, ein Abschuss mit Ternit. Alles klar. Invasion. Was immer der Modus Invasion ist, keine Ahnung, sagt mir nichts. Kommt mir auch aus früheren Teilen nicht bekannt vor. Was soll's? Ja, willkommen übrigens zu diesem halb angesagten Stream, weil ich hatte ja gesagt, dass ich am Freitag noch streamen werde. Das habe ich gerade so geklappt, denn ich habe ja auch gesagt, dass ich am Freitag mir Avatar Aufbruch nach Pandora nochmal im Kino angucke. Im IMAX habe ich das hier in Berlin gemacht, am Mercedesplatz. Und war gut. War gut. Also das ist wirklich, ich mag das. Wenn es die Gelegenheiten gibt, das nochmal zu machen bei manchen Filmen. Und Avatar ist definitiv einer der Filme, wo das absolut Sinn macht. So. Was ist Invasion? Oh, neue Karte. Also Karte, die ich noch nicht kenne. Ich sollte... Hier ist gar kein LMG dabei. Ist das ein LMG? Ist da kein LMG? Das ist noch ein... Moment. Ja, das ist ein LMG. Invasion. Alle Bedrohungen in diesem Gebiet eliminieren. Wow, das sind definitiv eine ganze Menge Spieler. Wechsel das Magazin. Erste Frage ist ja bei sowas immer, gibt es einen Wiedereinstieg oder nicht? Hi Mario. Wir sind in Führung. Ich bin mal lieber erstmal defensiv. Ja, weg, 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 weg. Wechsel das Magazin. Er ist von uns. Also da drüben wird ja irgendeine Art von Objective angezeigt. Wow. Oh Gott. Okay, jetzt werden wir erfahren, ob es einen Wiedereinstieg gibt. Oha, ja. Ja, es gibt einen Wiedereinstieg. Also das ist was, was wir dringend ändern müssen. Sobald du anfängst zu schießen, hast du halt diesen Muzzle Flash und die Gase, die vorne aus der Waffe austreten, und du siehst nichts mehr von der genau der Gegend, auf die du schießen willst. Gehen wir zu Rushmore rüber. Ich gehe davon aus, dass das operative Ziel ist, zu diesem Marker da hinten zu gelangen. Bei der Menge an Gegnern ist das allerdings auch fast ein Ding der Unmöglichkeit, außer wir würden uns alle mal gemeinsam in Bewegung setzen. Verbündete
Platz. Und das sehe ich irgendwie noch nicht. Wir stoßen vor. Halte den Druck aufrecht. Aber auch mehr Glück als Verstand gehabt. Oder ist das einfach nur der Spot? Warte mal, ich gucke mal den Spot mal bei meinem Team an, ob das so eine Art von Objekt ist oder ob das einfach nur der Spawn ist. Momentan scheint mir das einfach nur ein aufgebohrtes Team Deathmatch zu sein. Wie weit hinten ist das bitte? Aber da fliegen auch Helikopter rum. Also prinzipiell ein Team hierher bringen und hier abwerfen wäre ja möglich. Aber wie gesagt, ich habe noch keine Peilung, was der Spielmodus von mir will. Ich will einfach nur mal gucken. Das scheint einfach nur unser feindlicher Mörserschlag bei eurer Position. Lager zu sein. Ja. Nee, hätte ja sein können, dass hier irgendwie ein Objekt mit Sprengkörpern oder weiß der Geier was ist, was man direkt verteidigen muss. Aber das hier sieht einfach alles. Nicht nachlassen. Verbündete Fahrzeuge sind unterwegs. Okay, jetzt kommen irgendwelche Fahrzeuge von uns. Aha, warte mal. Nee. Der Feind setzt eine Konterdrohne ein. Alles ein bisschen befremdlich. Feindliche Aerosolbomben bei eurer Position. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Verbündete Drohne online. Da ist ein Feindfahrzeug. Der Feind ist in Führung gegangen. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Okay. Sie rennen davon. Weiter so. Feindliche Drohne über uns. Der Feind hat Aerosolbomben gestartet. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug.
Unser Perimeter ist kompromittiert. Rückzug. Hab sowas von keine Ahnung, was ich hier tue. Verbündete Drohne online. Die Führung gehört uns. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Feindliche Drohne aktiv. Der Feind ist in Führung. Verbündete Drohne im Einsatz. Na gut. Wir haben die Führung verloren. Konterdrohne in Position. Au. Verbündete Aerosolbomben gestartet. Ich wüsste so gerne, wie der Spielmodus funktioniert. Die könnte ich vielleicht auch was machen. Tja. Okay, also wir hocken hier an. Gibt's hier irgendwo. Wo kann ich mir denn mal die Karte angucken? Da. Verbündete Drohne im Einsatz. Eigentlich gäbe es hier unten ja die totale Möglichkeit, hier lang zu gehen. Was ist das? Verbündeter Wilson online. Feindliche Aerosolbomben nähern sich. Sehen wir mal, wie es schwimmen aussieht. Ein Frachtheli hat den Luftraum erreicht. Wir drängen sie zurück. Haltet den Druck aufrecht. Verbündeter Marschflugkörper nähert sich dem Ziel. Feindliche Drohne über uns. Verbündeter Marschflugkörper eingesetzt. Oh.
Position. Ist auch so geil, dass mir der gesperrte Bereich nicht angezeigt wird. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Gut, also irgendwie da hinten hinkommen ist offenbar definitiv nicht das Ziel. Jetzt wäre es schön, wenn ich einen Sniper hätte. Da würde ich mir jetzt wahrscheinlich einen Ast freuen. So warte ich einfach darauf, dass ich erschossen werde. Verbündete Aerosolbomben unterwegs. Frachtheli ist im Anflug. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Verbündeter Präzisionsluftschlag im Einsatzgebiet. Interessantes Movement. Feindliche Drohne aktiv. Oh. Was haben wir denn da? Verbündete Aerosolbomben im Anflug. Hoch. Der ging wahrscheinlich daneben. Wir stoßen vor. Halte den Druck aufrecht. Verbündeter Mörserschlag unterwegs. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Der Feind hat Aerosolbomben gestartet. Feindliche Drohne gestartet. Ich finde es ja schon schmeichelhaft, dass die mich hier alle jagen. Perimeter, wir haben die Führung verloren. Verbündete Aerosolbomben unterwegs. Frachtheli ist unterwegs zum Einsatzgebiet. Der Feind greift nach dem Sieg. Drängt ihn zurück. Oh, das können keine Spieler sein, das sind Bots. Wenn der jetzt zurückkommt, ist es 100% ein Bot. Feindlicher Mörserschlag im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Aerosolbomben bei eurer Position. Verbündeter Marschflugkörper im Anflug. Mission gescheitert. Zurück zur Basis. Na, viel hat nicht gefehlt. Okay. Also das scheint, Invasion scheint einfach ein aufgeblähter Team Deathmatch zu sein.
was anderes als Kill-Counter und dass es jetzt halt noch Bots im Spiel gibt, habe ich darin jetzt nicht sehen können. Okay, mal gleich weiter. Nee. Schneller. Er war einsam, aber schneller und recht, das war sein Gesetz. Was machst du? Das ist immer derselbe Typ. Jetzt so mein Eindruck. Weil das mein Eindruck ist, würde ich jetzt mal versuchen, hier irgendwo aufs Haus raufzukommen. Das war vielleicht ein bisschen sehr exponiert, das will ich gerne zugestehen. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Wechseln das Magazin.
Wechsle das Magazin. Ich weiß nicht ganz genau, was mich gerade umgebracht hat. Confused. Feindliche Drohne aktiv. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Übertakten aktiviert. Okay. Kleiner Russia. Mother Russia. Hmm.
Also das Nachladen. Verbündeter Wilson im Einsatz. Zumindest bei den LMGs dauert unfasslich lange. Aber das wussten wir ja auch schon. Verbündeter Helikopterschütze im Anflug. Verbündete Drohne im Einsatz. Ja, wenn man sich hier in den Gebäuden auskennt, bei der Anzahl von Gebäuden. Schwere Panzerwagen sind unterwegs. Wir drängen sich zurück. Druck auf. Wechsel das Magazin. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Ach halt. Feindliche Drohne über uns. Verbündeter Marschflugkörper nähert sich dem Ziel. Verbündete Drohne im Einsatz. Fracht-Heli ist unterwegs zum Einsatz. Gibt verbündete Drohne online. Zone markiert. Abwurf unterwegs. Verbündeter Tarnkappenbomber erreicht das Einsatzgebiet. Verbündete Bombendrohne aktiv. Muss nachladen! Verbündeter Marschflugkörper eingesetzt. Verbündete Aerosolbomben gestartet. Verbündeter Marschflugkörper im Anflug. Nur noch ein paar Feinde. Schaltet sie. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Unser Mörserschlag ist im Anflug. Muss nachladen! Hab ihren Scharfschützen erledigt. Verbündete Drohne online. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Platziere Claim! Fracht-Heli ist im Anflug. Also ich muss zugeben, ich weiß noch nicht genau, was mir dieser Modus sagen soll. Ich meine, er ist schön, dass man mal so eine ganze Nachbarschaft hat, in der man spielen kann. Verbündeter Vitol erreicht diesen Sektor. Verbündeter Helikopterschütze in Position. Verbündetes Geschütz online. Verbündete Drohne online. Warum wir jetzt gewonnen haben, keine Ahnung. Also den spiele ich jetzt noch ein drittes Mal. Wenn ich dann immer noch nicht gerafft habe, spiele ich was anderes.
Ja, der Spielmodus ist quasi das Äquivalent von Avatar 2, weil da weiß ich nämlich auch noch nicht, was ich davon halten soll. Es gab im Anschluss an die Avatar-Vorführung heute ein kleines Preview zu Avatar 2. Also ich glaube, die Szene gab es auch schon vorher irgendwo auf Video von dem Typen, der da mit diesem Wal durch die Gegend schwimmt, ihm eine Harpune aus der Flosse zieht und so weiter. Aber also wenn der Ausschnitt einem Lust auf den neuen Avatar machen sollte, dann war es definitiv der falsche Ausschnitt. Ich meine, du kommst gerade aus einer wirklich fantastischen Erzählung, von einem fantastischen Höhepunkt mit Charakteren, die du echt lieben gelernt hast. Und dann siehst du irgendeinen Dude im Meer schwimmen neben einem Wal. Und es passiert ja nichts. Ich meine, die schwimmen nebeneinander. Yay. Also, kapiere ich. Ich hab's nicht kapiert. Also zu dem ja eigentlich das Ende von Avatar 1 einen perfekten Aufhänger für den zweiten Teil gegeben hätte. Hola. 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 Hello. Vamos. Hallo, hallo. Hallo. Oh Gott. Hola. Guten Tag. Was geht? Oh, keine Munition. Nicht gut. Das Gebiet. Muss nachladen. Feuer!
Feindliche Drohne aktiv. Aha. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Das Magazin. Wir werden überrannt. Rückzug. Wechsle das Magazin! Verbündete Drohne online. Wir haben die Führung verloren. Feindliche Drohne über uns. Drohne markiert! Abwurf unterwegs! Wir sind in Führung! Bestätigt! Vorräte unterwegs zur Markierung. Fahrzeuge werden ins Einsatzgebiet geschickt. Gute Arbeit. Druck beibehalten. Aerosolbomben stehen bereit. Der Feind ist in Führung gegangen. Ziel markiert. Erbitte Feuermission. Verstanden. Zeiger 4 ist unterwegs. Die Führung gehört uns. Gute Wirkung. Wir haben die Führung verloren. Ups, ah, noch einer. Holle. Da kommt ein feindlicher Läuferschlag. Wechsel Magazin. Oha. Vermutlich wäre es schlauer, inzwischen auf eine Klasse umzusteigen, die einen Raketenwerfer hat. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Ganz wilde Theorie. Feindliche Drohne über uns. Verbündeter Vitol in Position. Ahora. Muss nachladen.
Schreck mich doch nicht so, Buddy. Ah, der ist auch von uns, okay. Wenn man noch in der Schusslinie ist, mag ich ja gar nicht so. Muss nachladen. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Unser Perimeter ist kompromittiert. Wechsel das Magazin. Ein Frachtheli hat den Luftraum erreicht. Verbündeter Mörserschlag nähert sich. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Verbündeter Präzisionsluftschlag im Einsatzgebiet. Tausche das Magazin! Position. Verbündete Drohne im Einsatz. Feindliches Kampfflugzeug in der Luft. Shit. Feindliche Drohne aktiv. Drohne wartet auf Befehle. Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug. Mein verstecktes Spiel mit NSCs hat auch was für sich. Der Feind hat mehr als die Hälfte der Mission gespanzerwagen werden gerade losgeschickt. Bitte Aufklärung. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Mehr. Sie kehrt zur Basis zurück. Frachtheli ist unterwegs zum Einsatzgebiet. Verbündeter Wilson nähert sich. Feindliche Drohne über. Vorräte verfügbar.
Verbündete Drohne online. Feindliches Kampfflugzeug im Anflug. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Magazin. Tausche das Magazin. Wechsle das Magazin. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Verbündetes Kampfflugzeug umkreist das einzige Drohne. War schwach. Wir werden überrannt. Rückzug. Keine Reserven mehr. Frachtheli ist im Anflug. Feindliche Drohne über uns. Wir stoßen vor. Haltet den Druck aufrecht. Verbündeter Vitol im Anflug. Verbündete Drohne online. Feindliche Drohne aktiv. Verbündetes Geschütz aktiv. Verbündete Drohne im Einsatz. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Verbündeter Wilson im Einsatz. Mission kompromittiert. Wir wurden besiegt. Hey, Platz 2. Hey, hola. Not too shabby. Schon ein Magazin? Ja. 100er Kasten. Immer gerne genommen. So, was haben wir hier noch? Da haben wir gar nichts zur Auswahl. Was ist denn eine Tränengaswolke? Von irgendwo lang ist das, ich bin halt einen Hustenanfall auslöst.
auch nicht. Und hier nehmen wir den Termit. Angriff klingt gut, weil dann kann man, dann haben wir nämlich die, das Auffüllen von Munition bei gefallenen Gegnern. Und hier unten die Totenstille, nur die Totenstille, okay, von mir aus. Nicht mit Fein. Wieso habe ich denn jetzt hier? Ach so, weil der Fat Raven, der Angriff diese andere Klasse dabei hat. Okay, nichts dagegen. Haben wir denn schon irgendwas? Nee, ne? Nee. Okay. Aber das ist eine ganz schöne Kombi. Okay. Gut. Offenbar haben wir an diesem zweiten Open Beta Wochenende nur. Invasion, okay. Ja, Moshpit mit externer Ansicht. Nee, danke, wirklich nicht. Gefangenenrettung. Finde die Geiseln und bringe sie lebend raus oder verteidige sie um jeden Preis. Keine Wiedereinstiege. Teamwiederbelebungen aktiv. Knockout. Eliminiere die Gegenseite oder sei im Besitz des Pakets, um zu gewinnen. Keine Wiedereinstiege. Teammitglieder können einander wiederbeleben. Na, dann probieren wir doch mal. Wir machen einmal Gefangenenrettung. Der Typ sieht aus wie, wenn du Boba Fett bei Wish bestellst. Tut mir fürchterlich leid, aber so ist es. Nee. Martel joined that. Wir schieben ein neues Magazin rein. Fight there. What? Why didn't you wait? You're going to play with the randoms. You should have just waited for us, you fucking jerk. Huh? Wir haben einen Gefangenen gefunden. Oops, someone's on fire. Scotty, fuck you. You Scottish wanker. Got some haggis. Scotty. Oh, ¿qué dices, no, cabrón? No, nice, nice. No, nice, no, nice. Mario, look at this t-shirt. Mira eso, cabrón. Seitenwechsel. Boom. Gefangenenrettung. What is that? Is that a soccer t-shirt? Base plate on Saber 1. Der Feind darf die Gefangenen nicht evakuieren. Kick some booty. Whoa. Hey, yo! Hey, yo! Doing the next one for us. Go around there. Pin it down there. Ah, oh, poop. Oh! Yeah, poop. I got shot. Nice one, fella. Appreciate that. Yeah. Hijo de puta, está arriba. Der Feind verschleppt einen Gefangenen. Zurückholen. Neues Magazin. Which one? Ah, shit. Ich
Schieb ein neues Magazin rein! Fuck you, they're at the prisoner. Damn it! Scotty said he's shaving his head. I dare you, Scotty. Scotty, I dare you. Do it, Scotty. Nice. ¿Verdad? Este modo juego está raro, ¿eh? Me gusta más el otro. No, claro. Hay un montón de juegos. Este modo juego nunca lo había jugado. Yeah, why reset? An alle Saber. Feindliche Truppen nähern sich. Sie dürfen die Gefangenen nicht evakuieren. Let's go! He is stupid. Oh, he's laying down. Looks like he's laying down, camper. Yeah, tent mate. Verbündete Aerosolbomben unterwegs. Nice. Verbündete Drohne im Einsatz. Oh, God, I didn't even see. I didn't have a chance to see anybody. Okay. I didn't see anybody. Marlo, Marlo. Verbündete Aerosolbombengestartet. Ja. Verbündeter Marschflugkörper nähert sich dem Ziel. Nice kill. Ich halte den Rücken frei. Ja. Nice. Kicking ass again, lads. Keep at it. Nice. Getting used to it. First time I played this. Glad I spawned into your airstrike. Geiselrettung. Scotty's on a... Hey, Scotty's on a fucking roll tonight. Achtung! Dieser Sektor ist umkämpft. Is that a fucking roll? Oh, I know. Wow. I walked straight into that. Revive! Gib dir Rückendeckung! Fire!
out of my fucking game, bruv. Fucking just lay there like a little bitch and you got fucking shot in the head, bruv. Nice one, appreciate that. Let's go. Mission erfüllt. Gute Arbeit. I revived Ooh. Almost the whole team. I revived you. We'll be backing out then and get back in Mortal. I got 3 kills, Martel. You didn't get shit. Got 2. Na, ja, also Gefangenenrettung, schöner Modus. Ich habe zwar die Gefangenen noch nie gesehen. Also bisher ist es quasi halt eher, naja, so die suchen und zerstören. Nur, ja, also als ob man Suchen und Zerstören spielt und es nur darum geht, die anderen Leute abzuknallen. Aber okay, es gibt schlimmere Spielmodi als den. Ja, unser Team alles PlayStation, die anderen alle auf dem PC. Das wird ja super gut. Gefreiter 1, sichert die Gefangenen. Feindliche Clustermine eingesetzt. Ich meine, ich wollte sagen, das wird einmal verlieren mit Ansage, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass ich wenigstens mehr als 4 Meter laufen kann. Sweet. Vorsicht, Mine. Oh, viele Minen. Wir haben diese Runde verloren. Bereit machen für die nächste. Gefangenenrettung. Mike an Strage 1. Alle Gefangenen sichern und zum Evakuierungspunkt bringen. Hinter dir! Ich hab dich! Oh, den habe ich, null gesehen. Mission gescheitert. Wie gesagt, wir lagern mit Ansage. 4 PlayStation-Spieler gegen 4 PC-Spieler. Oder wie die PC-Spieler sagen würden, 4 schwache Spieler gegen 4 Skill-Spieler. Yeah. Die reine Skill. Yeah. Ja, nochmal eine Runde Gefangenenrettung. Bin ich durchaus dabei. Spät haben wir es, 1 Uhr.
Ah, cool. Ich habe gerade gesehen, dass ja die Anzeige hier auch wieder wie bei Cold War ist. Der Gefangene wurde evakuiert. Einer muss noch gerettet werden. Also nicht nur wer spielt am PC und wer spielt an der PlayStation, sondern vor allem spielen die Leute halt mit Maus oder spielen mit Controller. Unabhängig davon, wie das System eingerichtet ist, ist es zumindest fair zu wissen, wer mit was spielt. Ihr habt diese Runde gewonnen. Bereitet euch auf die nächste vor. Gefangenenrettung. Strage 1, findet die Gefangenen und bringt sie zur Evakuierung. Hä? Was willst du eine andere? Brauchen wir jetzt wieder eine andere Klasse? Verbündete Drohne online. Feindliche Drohne aktiv. Verbündete Aerosolbomben im Anflug. Wechsle Magazin! Unterwegs. Und dann beobachte ich halt die Minimap, ob irgendwo einer stirbt, damit ich eine ungefähre Ahnung habe, aus welcher Richtung vielleicht die Feinde kommen. Feind in der Nähe. Schreib ab. Oha. Ihr habt diese Runde gewonnen. Bereitet euch auf die nächste vor. Ja, bei den Feuereffekten müssen sie was machen. Also der Blitz und die Gase beim Feuern nehmen einem sowas von die Sicht. Die Gefangenen nicht evakuieren. Feindliche Drohne über uns.
Verbündete Drohne im Einsatz. Haben wir getradet? Nee, wir haben nicht getradet. Das finde ich ja nicht. Hallo. Vor in die Uhrzeit. Aber klar, ich meine, es ist jetzt das zweite Open Beta Wochenende. Man will ja wissen, was abgeht. Übrigens für die Leute, die sich für Shadowrun Berlin interessieren. Ihr seht hier bei der Karte, diese gibt es mehrere Gassen, die mit solchen Tüchern nach oben abgehangen sind. Ne? Das ist ja in Berlin settingmäßig in den alternativen Bezirken häufiger der Fall. Einfach um halt hochfliegende Drohnen und Satelliten und so weiter abzublocken. Damit man so ein bisschen einen Eindruck hat, wie das an einem heißen Sommertag in Kreuzberg, in Kreuzhain aussehen könnte. So, also der Modus Gefangenenrettung gefällt mir ganz gut. Jetzt gucken wir aber eben auch nochmal, Invasion haben wir schon gespielt. Bin ich zwiespältig, finde ich jetzt nicht so geil. Klar, ist schön, so ein bisschen eine große Nachbarschaft, eine große Karte zu haben, wo man halt Verstecken spielen kann mit Bots. Ich muss einmal das Moshpit in externer ansehen. Ich weiß, dass es scheiße ist, weil ich es schon in den Streams von anderen Leuten gesehen habe. Man sieht halt total behämmert aus bei Call of Duty, wenn man da in der Bewegung wie ein wie jemand, dem eine Batterie im Arsch explodiert ist, rumzuckt. Aber okay, gut. Ich zeig's einmal. Und man muss es ja auch selber gespielt haben. Aber ich meines Erachtens alle Spiele, die halt so ein Third-Person-View nachträglich einbauen. Das ist immer scheiße. Das Spiel muss von vornherein auf Third Person ausgerichtet sein. Also umgekehrt, finde ich, klappt es besser, wenn irgendein Spiel für Third Person ist und dann alternativ ein First Person View anbietet, aber so rum, ich habe wenig Hoffnung. Farm 18, schöne Karte. Also die Karte, die ist eine von meinen Lieblingsmaps. Bisher. Herrschaft. Jäger 1, die Zielobjekte kontrollieren. Bravo wird gesichert. Oh Gott. Bravo gesichert. Mit der Rückendeckung. Alpha wird gesichert. Alpha gesichert. Feind sichert Bravo. Wir haben bitte was? Bitte wie? Bitte was? Bitte wo? Bitte wer? Magazin rein! Ich meine, ich schätze, für Streamen ist es halt ein bisschen interessanter, wenn man die Figur halt. Die Figur halt sieht. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Der
Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Wir nehmen Alpha ein. Wir kontrollieren Alpha. Kommt er denn aus der Richtung? Wir nehmen Charlie ein. Na, von da unten kommt der irgendwo. Alle ja. Okay, der hat alle. Was haben wir denn hier für einen? Alpha wird gesichert. Boah, braucht er lange, um ins Ziel zu gehen. Alter! Dafür erwarte ich aber einen One-Shot-Kill, auch wenn ich den kleinen Finger treffe. Boah, ist der schwerfällig. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Laufen ist auch irre langsam. Zielobjekte. Erobert sie. Wir kontrollieren Bravo. Flinke Hände. Wir verlieren Charlie. Feind hat Charlie eingenommen. Bravo. Alter. Wir haben alle Zielobjekte verloren. Das Gewehr aus der Hölle. Wir nehmen Alpha ein. Objekt Alpha wird gesichert. Charlie wird gesichert. Charlie gesichert. Feindliche Drohne über uns. Oh, habe ich dich abgelenkt, das tut mir leid. Magazin wechseln. Das tut mir noch mehr leid. Gewinnt am Boden. Bringt ihn zurück. Neues Magazin! Feind sichert Charlie! Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Diese Positionen angreifen. Wir nehmen Bravo ein. Wir verlieren Charlie. Wir nehmen Alpha ein. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Sichert diese Zielobjekt Bravo wird gesichert. Zielobjekt Bravo gesichert. Alpha wird gesichert. Aua. Ja, was war wieder der mit dem langsamen Sniper aus der Hölle? Feind sichert Bravo. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Zielobjekt Charlie. Zielobjekt Charlie gesichert. Die Drohne online. Ach, nee, das war. Zielobjekt Alpha gesichert. Nein. Charlie ein. Ich muss sagen, ich habe dem Spielmodus Unrecht getan. Er ist nicht so scheiße, wie ich dachte. Also er wird definitiv nicht mein Favorite. Ich spiele am liebsten, wenn dann eben konsequent First Person. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Vorrücken und einnehmen. Wir nehmen Alpha ein. Alarmiert online. Feindliche Drohne über uns. Zielobjekt Alpha gesichert. Wir verlieren Alpha. Der Feind hat Alpha eingenommen. Feind nimmt Charlie ein. Nö, tut er nicht. Verbündete Drohne im Einsatz.
hinter dir. Feindkontakt. Bravo wird gesichert. Verbündeter Luftkörper nähert sich dem Feind, kontrolliert zwei Zielobjekte. Kabam! Bravo gesichert. Alpha wird gesichert. Verbündete Drohne online. Alpha wird gesichert. Wir verlieren Charlie. Was? Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Wir haben Charlie verloren. Wir werden schwer getroffen. Alpha wird gesichert. Bravo ein. Oh, ja, da oben. Na klar, wo auch sonst. Wir haben alle Zielobjekte verloren. Alpha gesichert. Neues Magazin! Zielobjekt Charlie wird gesichert. Bravo wird gesichert. Na gut. Mission gescheitert. Okay, haben wir gesehen. Dann, welchen Modus haben wir denn noch nicht? Warte, einmal kurz die ganzen Freischaltungen abgreifen. Das haben wir. Suchen und Zerstörung kennen wir halt schon. Knockout. Was immer Knockout ist. Das ist auch wieder so ein Permakill, also man kann vom eigenen Team wiedergeholt werden, aber ohne automatischen Wiedereinstieg. Schauen wir mal, was das kann. Auf die XPs gehe ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, es wird ja wahrscheinlich, bevor das Spiel irgendwann losgeht, alles wieder gelöscht. Insofern spare ich mir jetzt die Freischaltungen für alle Waffen und so weiter. Da spiele ich lieber nochmal Battlefield und versuche meine 4 Kills in einem Leben zu holen, weil dafür habe ich bloß noch bis Dienstag Zeit. Verdammt. Schalt das andere Team aus oder haltet das Geld, wenn die Zeit abläuft. Okay. Okay. Scheint, dass sich das Paket geschnappt und ist zurück. Ziele gesetzt.
انا اخر لاعب حي كلهم في ذمة الله. Okay, das hat so ein bisschen Warzone-Vibes. Warzone-Vibes. Ja, genau, ja, alle. Darum, Allah, alle. Da haben wir Seide. Wunderbar. Da haben wir Seide. Beseitigt alle Bedrohungen oder sichert das Paket. Raja. Los. Ich habe dann alle Worte. انا قلت رجال حد يجي صحيح Okay, das Spiel natürlich noch ein zweites Mal, weil wir einmal eine ganze Partie drin haben. So von den letzten 3-4 Sekunden kann man sich natürlich keinen Eindruck bilden. You can't play. Arme, oder? Gott sei Dank. Immerhin alle mit Controller. Das ist ja schon mal was. Aber ein Clan auf der Gegenseite, das ist natürlich weniger schön. Das wird wahrscheinlich wieder eine eher deprimierende Erfahrung werden, aber ist ja egal. Und zwei AFKs, euer Ernst? Gebt ihr Rückendeckung. Hier bewirkt sich was. Der Feind hat das Paket gesichert. Noch eine Minute. Okay. Wo immer der mit dem Paket hin muss. Jedenfalls ist er gerade hier hinten. Werfe Blendgranate! Der Feind hat das Paket verloren. Wir haben das Paket genommen. Noch 30 Sekunden. Der scheint nicht wirklich ein Ziel zu haben, wo er es hinbringen muss, sondern muss es einfach nur eine gewisse Zeit lang halten. Das macht natürlich den ganzen Spielmodus ein ganz klein bisschen chaotischer. I got it. Bereit machen für die GG. GG. I don't really understand. I think it should be more points how long you carry the package for some reason. Yeah. Knockout.
bewirkt sich was. Sichert das Paket. Findet und vernichtet alle Feinde. Ich gebe dir Deckung. Gott, ich bin so doof. Ich bin spawn, got him. Nice. Nice. Vorrücken auf mein Zeichen. Chakalak. Seitenwechsel. Knockout. Hier bewirkt sich was. Das Paket sichern oder die Feinde zur Strecke bringen. Hier bewirkt sich was. Der Feind hat das Paket gesichert. Noch eine Minute. Feindliche Drohne über uns. Ja, Clan besiegt Einzelspieler. Ist jetzt nicht so spektakulär, die Erkenntnis. Ich komme behind you, behind you. Ja, ich war so. Nice. Fire now. Look out. Beseitigt alle Bedrohungen oder sichert das Paket. Los, los, los! Der Feind hat das Paket. Here's the bag. Needed the Mercedes. But I think also, I know that you can drop the hostage. I don't know how to do it in a fucking controller. So I guess that you can drop this one also. I'm not sure. Because when we look out. Hier bewegt sich was. Rücke vor. Das Paket sichern oder den Feind vernichten. Der Feind hat sich das Paket geschnappt. Holt es zurück! Minute.
Magazin! 30 Sekunden! But yeah. Just pull together and just keep one room or something. Yeah. Yeah. Oh, the game plan in this one, but I feel if we all go. Das Paket sichern oder die Feinde zur Strecke bringen. Hier bewegt sich was. Werfe Blendgranate! Sie haben das Paket fallen gelassen. Noch 60 Sekunden. Wir haben das Paket. Nein, do not engage! Lauf weg! Lauf weg! Ach, wir sind in der Mitte, das. Die Runde ist verloren! Ja. Well done. Welcome in the middle. Welcome. Welcome. I think now when I run back. Look out! Hier bewegt sich was. Sichert das Paket. Findet uns feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Hinter dir! Hier bewegt sich was. Hier bewegt sich was. Das Paket wurde fallen gelassen. Der Feind hat sich das Paket geschnappt. Holt es zurück! Noch eine Minute. Verbündete Drohne im Einsatz. Ich bin hinter dir. GG. GG. Ah, Raven, you have a microphone. Fun game. Ja, dann hast du mich verwendet. Ja. Mr. Rossi, carrying the rest of us up on you now, son. Ich find's immer geil, wie Klaner sich freuen, wenn sie gemeinsam als Clan gewonnen haben. Ja, yeah, geil, wir haben so fünf uns abgesprochen und spielen schon eine Weile zusammen. Und wir haben gewonnen, wie geil. Okay. Lieber, that was fun. Muss man einfach sagen. Der Spielmodus Knockout gefällt mir. Da spiele ich noch eine Runde von. Oh, Valderas Museum. Schwierige Karte. Also ich finde die sehr verwirrend. Die ist... Aber das ist bei den meisten neuen Karten ja so, dass man erstmal völlig orientierungslos wie ein Huhn mit abgehacktem Kopf durch die Gegend läuft, bis man dann irgendwann geschnallt hat, ach so, hier muss ich langlaufen. Von da kommen die immer und knallen mich ab. Knockout. Findet und vernichtet den Feind oder
Priorität, um zu gewinnen. Mhm. Ich hab dich! Du hast das Paket an dich genommen. Feind in der Nähe. Noch 60 Sekunden. Platziere Mine. Aktiviere Mine. Schau, dass die einem jetzt hierher kommen. Na gut, so ist es halt. Wow. Okay. Gut. Also größeren Raum zum Rückzug nehmen. Ja, beziehungsweise die Semtex war, glaube ich, nicht das Problem, sondern dass eben die beiden Minen dort lagen, war das Problem. Okay. Man lernt nie aus. Das Paket sichern oder die Feinde zur Strecke bringen. Ich hab dich. Also Knockout gefällt mir als Spielmodus richtig gut, muss ich sagen. Das macht richtig Fun. Eben auch genau, weil es kein stationäres Spiel ist, also nur teilstationär. Du weißt, da und da muss ich hin, um das Paket zu holen. Wo ich danach mit dem Paket hingehe, ist aber mir überlassen. Und das gegnerische Team weiß aber, wo ich bin. Sichert das Paket. Findet und vernichtet alle Feinde. Ich hab dich. Der Feind hat das Paket gesichert. Okay. Noch 60 Sekunden. Neues okay. Magazin. Das ist okay. Bei mir, in meiner Ansicht, war ich halt schon in Deckung, als ich gestorben bin. Aber das ist bei Call of Duty ja häufiger so. Pick me up, pick me up. Pick me up before you go, go. Hey man, help me! Feindliche Drohne über uns! Ja, Drohne ist nicht gut. Komm schon! Die Runde ist verloren! Setz den Fokus auf die nächste! Knockout. Das Paket sichern oder den Feind vernichten. Ah, die Karte hat echt so viele Wege. Paket gesichert. Beschützt den Träger. Das war Schmutz.
30 Sekunden. Flinke Hände. Ihr habt diese Runde gewonnen. Bereitet nice. Euch auf die nächste vor. Bedrohungen oder sichert das Paket. Los, los, los! Ich gebe dir Deckung. Feindliche Drohne aktiv. Wir haben das Paket. Paket fallen gelassen. Sofort zurück. Noch 60 Sekunden. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Nicht gut! Okay. Das wird wohl eher nicht. Der Feind hat das Paket fallen gelassen. Cool. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Die Missionszeit ist um. Es ist vorbei. Das feindliche Paket wurde fallen gelassen. Wir haben diese Runde verloren. Bereit machen für die nächste. Seitenwechsel. Knockout. Okay, ich habe Totenstille verfügbar. Das ist prinzipiell schön. Das Paket sichern oder den Feind vernichten. Überwache diesen Sektor. Ich gebe dir Deckung. Ich hab dich. Hardliner aktiviert.
das ist halt Map-Kenntnis. Wenn man halt die Map ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man so ein paar Punkte, von denen man sich halt fernhalten muss, weil die halt zu offen sind, obwohl sie aus der Ego oder aus der persönlichen Ansicht daraus gar nicht so offen wirken. Das ist Lehrgeld, was man in jedem Teil von Call of Duty zahlt. Alles easy, alles gut. Okay, der muss hier sitzen. Sonst. Das Paket sichern oder die Feinde zur Strecke bringen. Profi-System aktiviert. Geschnappt. Holt es zurück. Noch eine Minute. Der Feind hat das Paket fallen gelassen. Beseitigt alle Bedrohungen oder sichert das Paket. Los, los, los! Hä? Von wo? Das Paket. Oh, okay. Ja, okay. Wir sind besiegt. GG. Jo, ich guck mal noch gerade, ob ich irgendwas Elementares verpasst habe. Aber ich glaube, wir haben alle Modi gespielt, außer Suchen und Zerstören, aber das ist halt, den kennen wir ja schon. Ja, dann war das für heute auf jeden Fall. Guten Tag. Dann war das für heute auf jeden Fall der Blick auf das zweite. Und ich glaube auch letzte Open-Beta-Wochenende. Ne, das erste Beta-Wochenende war ja nur für PlayStation-Nutzer. Dieses hier ist jetzt halt auch für PC- und Xbox-Nutzer gewesen. Und ja, also mein Eindruck vom neuen Modern Warfare ist längst nicht so schlecht wie von manchen anderen. Und wie ich gestern schon gesagt habe, mich juckt es in den Fingern zu einer der
der Reviews, des Fazits von den sogenannten Super Skill Rush Spielern, die ordentlich am Schimpfen sind, darauf ein React zu machen und meine Meinung dazu zu sagen, da ich ja quasi die angesprochene Gegenseite bin. Also ist der Vorwurf an Modern Warfare 2 ist ja, dass es viel zu noobfreundlich ist und viel zu sehr schwache, also Spieler mit null Skill supported und Camper supported und alle Rusher und Leute, die halt im sich hinschmeißen mit dem Scharfschützengewehr 10 Kopfschüsse verteilen können, halt über die Gebühr benachteiligt. Ich habe dazu eine, wie man sich vorstellen kann, eben entsprechend andere Meinung. Und ja, vielleicht, wenn ich morgen die Muße habe, werde ich das machen. Ansonsten sehen wir uns morgen Nachmittag, Abend mit dem weiteren verzweifelten Versuch, 4 Kills in einem Leben bei Battlefield zu bekommen, was die letzte Wochenaufgabe ist, die mir noch fehlt. Und dann kann ich nämlich auch ein bisschen entspannt bei Cyberpunk durch die Gegend cruisen mit euch, beziehungsweise bei Witcher versuchen, meine Überlebensbasis weiter auszubauen, indem ich halt noch ein paar Materialien plündere und die dorthin schaffe. Beziehungsweise mal wieder nach längerer Zeit bei Vampire the Masquerade Bloodhunt reinzugucken, um zu sehen, wie sich dort die Story weiterentwickelt, weil es gibt dort ja eine im Hintergrund laufende Story. Jo. War schön, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr die Tage auch wieder mit reinguckt. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder später, wenn das Ding auf YouTube hochgeladen wird, den Kanal abonniert und einen Kommentar da lasst und einen Thumbs up und das andere Gedöns, was euch alle anderen Creator halt auch um die Ohren hauen. Tut uns leid, aber wenn man das halt nicht macht, dann ist halt doof. Bis denn dann. Ciao, ciao, schlaft schön.